Hi zusammen, ich bin's Anna. Herzlich willkommen zu neuem Video. Heute geht's um meinen 24-Stunden-Stream, den ich von Freitag 21 Uhr bis gestern Samstag 23 Uhr gemacht habe mit 2 Stunden Pause. Deshalb 24 Stunden mit 2 Stunden Pause. Warum das alles so passiert ist, verrate ich euch. Es ist nicht unbedingt meine Schuld, sondern eher von TikTok, weil die das halt nicht mehr so gerne sehen, dass man in einem Stream schläft. Aber es war halt einfach nicht mehr möglich, ohne Schlaf, für mich zumindestens. Aber ich habe trotzdem 24 Stunden gestreamt und durchgezogen. Das muss man erstmal nachmachen in meinen Augen. Macht es aber trotzdem nicht nach, weil es ist echt krass. Und auch der Schlafentzug, der kann echt nicht gut sein. Ich verstehe auch nicht, wie man das aushalten kann. Ich habe es halt nicht so gut ausgehalten. Ich dachte, ich krieg's besser hin, weil ich auch eh Schlafstörungen habe, wenn ich nicht gut schlafe. Aber dann ruhe ich mich zumindest nachts auch. Auch wenn ich nicht schlafen kann, habe ich die Augen teilweise zu. Und bestimmt schlafe ich dann auch mehr, als ich das ahne. Und das habe ich auf jeden Fall in dem 24-Stunden-Stream gesehen. Oder beziehungsweise ich habe es gemerkt. So, wir fangen an mit dem Anfang des 24-Stunden-Streams. Zu Beginn habe ich mit Katharina gestreamt. Wir haben ein bisschen gesungen, immer abwechselnd, hat echt mega Spaß gemacht, macht auch mega Spaß, hat echt, ist immer cool. Dann musste sie weiter und dann habe ich noch alleine ein bisschen weiter gesungen. Ich glaube ungefähr 2,5 Stunden, Pi mal Daumen oder 1,5 Stunden, je nachdem. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen länger gesungen als 22 Uhr, weil es ja am Wochenende war. Ich habe probiert, ein bisschen leiser zu singen und dann haben wir irgendwann aufgehört zu singen. Und dann habe ich erstmal noch einfach so noch mit Leuten halt gematcht, ein bisschen mich unterhalten und dann habe ich zwischendurch halt auch schon, glaube ich, YouTube-Videos geguckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die ersten Stunden haben wir uns doch immer ganz gut unterhalten. Dann habe ich mit Alice, echt ein sehr, sehr lieber Mensch, den ich auch sehr, sehr schätze, und habe ich dann gestreamt, auch ein bisschen gematcht, ein bisschen mich unterhalten. Es hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da so zusammen live waren, aber irgendwann war ich dann halt alleine live. Dann die ganze Nacht. Ich war die ganze Nacht tatsächlich wach und habe dann halt teilweise YouTube-Videos geguckt. Ich wollte eigentlich einen Horrorfilm gucken, aber durch die ganzen Sounds war das, glaube ich, nicht so TikTok-reif. Also das sollte man nicht auf TikTok dann streamen. Und ich habe es dann gelassen. Ich habe, glaube ich, 30 Minuten davon ein bisschen geguckt. Aber dann wurde es mir zu heftig und dann habe ich es halt ausgemacht. Und dann haben wir uns halt YouTube-Videos zusammen angeguckt. Ich habe mir die angeguckt, um halt wach zu bleiben. Ich habe mich da auch hingelegt. Ich habe der Zeitpunkt noch nicht geschlafen. Das war auch soweit ganz cool. Ich habe übrigens auch nicht alles, was in 24-Stunden-Livestream passiert ist, noch auf dem Schirm. Ich sage euch nur, was so alles hängen geblieben ist von dem 24-Stunden-Livestream. Und ja, dann habe ich das halt dann gemacht, die ganze Nacht. Dann habe ich, glaube ich, um 5 oder 6 Uhr morgens, als ich schon ziemlich lange live war, das Video für euch geschnitten, was ich gestern um 16 Uhr online gestellt habe. Das habe ich dann quasi produziert im 24-Stunden-Live. Ihr habt das zwar nicht gehört, den Ton davon, ihr habt nur mich gesehen. Ich habe das mit meinen Kopfhörern einfach ganz einfach geschnitten und dann auch irgendwann hochgeladen, auch nochmal angeguckt und so weiter und so fort. Es hat, glaube ich, 1,5 Stunden gedauert ungefähr. Und dann war ich halt wach. Dann habe ich halt immer noch auf YouTube wieder noch ein bisschen was geguckt in der Zeit. Ich wollte auch erst noch auf Twitch nochmal streamen, aber das habe ich dann verworfen, weil ich einfach in der Zeit einfach mich auf TikTok halt konzentrieren wollte und auf zwei Chats kann ich halt nicht gucken. Gleichzeitig ist das halt sehr schwierig. Und dann war ich halt trotzdem, ja, noch live. Und um 8 oder 9 Uhr habe ich dann probiert zu singen. Ich habe ein Lied gesungen, aber ich konnte gar nicht mehr. Ich war richtig fertig. Also ab 8, 9 Uhr, es war vorbei. Ich konnte mich nicht auf den Chat konzentrieren. Ich war kein bisschen mehr aufnahmefähig. Ich habe einfach nur noch mich gequält. Und ich habe gesagt, wisst ihr was? So um 9 oder 10 Uhr rum habe ich dann für 4 Stunden ungefähr geschlafen. Pi mal Daumen. Ja, auch im Chat, das um 12 Uhr war ich ja nochmal wach, hab nochmal geguckt, was der Chat so schreibt und war dann halt nochmal am Schlafen, weil ich war so fertig, ich brauchte den Schlaf. Dann hat der TikTok leider den Stream irgendwann beendet, nach, ich glaube, ungefähr 16 Stunden 45 oder 16 Stunden 50, 16 Stunden 50. Und ja, dann bin ich halt, als ich das gemerkt habe, ich glaube, warte mal, ich überleg mal, wie viel Uhr war ich dann nochmal live, dann 2 Stunden später auf jeden Fall, so dass es also 23 zu Ende war, mit 7 Stunden 10, ich glaube, 15.50 Uhr war ich dann wieder live. Zur Zwischenzeit habe ich dann geduscht, mich fresh gemacht, damit ich wieder einigermaßen wach war. Ich war dann auch noch relativ wach, ich war aber echt fertig, aber ich wollte diesen Stream zu Ende machen, weil ich das erstens nicht nochmal machen müsste. Ich kann nicht mehr sagen, was für Symptome ich alles hatte, weil ich durch diesen Schlafentzug, mir war übel,
Ich habe gefroren. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich konnte weder singen noch reden. Ich konnte gar nichts mehr. Ich war absolut fertig. Und ja, das ist nicht mehr normal gewesen. Dann bin ich halt schlafen gegangen. Man hat mir auch im Schlafen halt zugucken können. Das war mir dann auch so egal. Ich brauchte einfach Schlaf. Dann habe ich geschlafen. Dann hat TikTok das halt irgendwann wegen der Inaktivität beendet. Das liegt nicht an mir, sondern an TikTok. Ich habe diese Puzzle natürlich irgendwann nicht mehr gemacht. Also 24 Stunden live sein, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr halt entweder dann davor richtig lange geschlafen habt und schon mittags dann live geht. Das ging bei mir nicht. Ich hatte ja noch vieles zu tun am Freitag. Ich war Freitag auch noch schwimmen. Ich war einkaufen und so weiter und so fort. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert, die ich auf jeden Fall nicht nochmal machen werde, weil das mit dem Schlafentzug so krass ist. Und wenn halt, mache ich das halt schon, dann, wenn ich aufstehe, sofort ein Live an, dass ich halt maximal 24 Stunden wach bleibe. Aber es lohnt sich komplett nicht. Das ganze Wochenende ist dadurch quasi im Sack gewesen. Aber ich habe es probiert und ich bin stolz darauf, dass ich es durchgezogen habe, soweit ich konnte. Könnt ihr ja gerne mal schreiben, ob ihr das auch machen würdet, oder ob ihr es auch schaffen würdet. Mit Pause natürlich, also ohne Schlaf empfehle ich euch das auf gar keinen Fall. Schlaf trotzdem, das ist einfach nicht wert, diese krassen Symptome zu haben. Ich konnte nicht mal mehr denken, ich konnte nicht mal mehr reden richtig. Kein Singen, es hat gar keinen Spaß mehr gemacht. Dann war ich halt schlafen und alle haben auch im Check gesagt, ich soll schlafen. Dann habe ich halt auch geschlafen und dann bin ich halt wieder live gegangen und dann habe ich Fußball geguckt im Live. Also, und habe auch mit der lieben Yvonne, ich glaube, über 2 Stunden noch gematcht. Das war auch voll cool. Das hat auch mega Spaß gemacht. Da habe ich dann, und auch Saibo habe ich, glaube ich, auch gematcht, als ich da noch live war. Auch schöne Grüße gehen raus an die beiden. Mit Yvonne, das macht mega Spaß. Das hat irgendwie richtig Fun gemacht, zusammen zu matchen, zu lachen, ein bisschen zu reden. Ich habe zwischendurch ein bisschen Fußball geguckt und ich war im Live auch spazieren. Die wollten ja auch, dass ich morgen spazieren ging. Keine Chance, wirklich, ich hatte keine Energie mehr, ich hätte das nicht geschafft. Also war ich dann halt, ich glaube um 17:30 ungefähr bin ich spazieren gegangen, nach der Bundesliga, die ich halt so halb ein bisschen so mitgeguckt habe, nach den ersten Spielen. Passend zum Bayern-Spiel war ich dann wieder zu Hause. Und habe dann gesagt, dass man bei 100.000 Likes, dass ich dann quasi singe. Ich bin auf 50.000 Likes dann zurückgegangen und habe ich noch, glaube ich, eine halbe Stunde, 40 Minuten gesungen vor dem Schalke-Spiel, was ja nicht so rosig geendet hat. Die haben leider 3-0 verloren. Und dann habe ich während des Spiels mit der lieben Anni gestreamt. Und Spaß, also auch, hatten auch Spaß zusammen, also beim Stream war cool. Und da haben wir dann auch nochmal ein bisschen gematcht, ein bisschen geredet. Und so konnte ich halt wach bleiben und bin fast bis zum Ende, also ich bin, glaube ich, bis zum Ende noch mit ihr live gewesen. Dann haben wir noch 2 Runden gemacht und dann habe ich mich noch mit von den Zuschauern verabschiedet und dann war es halt auch schon zu Ende. Also Fazit, ich habe sehr viel Fußball geguckt, sehr viel YouTube geguckt und probiert die Zeit irgendwie auch totzuschlagen und auch was auch für euch gemacht, für den Kanal. Auch im Livestream, das war auch schon krass, also das war ein krasses Erlebnis. Aber ich würde es nicht nochmal machen, weil es halt viel zu krass war. Ich habe heute übrigens 14 Stunden geschlafen und ich konnte auch erst nicht nach dem Livestream sofort einschlafen. Dann bin ich eingeschlafen und ich bin bis 16 Uhr, glaube ich, so 16.45 Uhr, habe ich einfach fast durchgepennt. Mit ein paar Unterbrechungen, aber ich habe durchgepennt fast. Und ich war so fertig und ich habe echt den ganzen Tag nichts gemacht quasi, außer zu schlafen. Deshalb kommt das Video auch so spät, weil ich es einfach nicht vorher geschafft habe. Und ich brauche heute auf jeden Fall auch Pause. Ich habe auch überlegt, ob ich heute nochmal live gehe zum Singen, aber ich bin so fertig, dass ich heute einfach mal Pause mache. Ich nehme mir gleich eine Badewanne, tue mir was Gutes. Und gerade auch, wenn man psychisch krank ist, ohne Spaß, die Gedanken nach so einem Stream, man ist so ausgelaugt, es war so schwierig. Es gibt auch eine Therapieform, wo man halt 24 Stunden wach bleiben nur soll. Das ist so eine Wachtherapie, wo man fast die ganze Zeit nicht schlafen soll. Man kann vorher sich, glaube ich, hinlegen und dann bleibt man die Nacht wach. Das ist aber nochmal was anderes, glaube ich. Die dürfen trotzdem eine Zeit lang, glaube ich, schlafen. Das macht man auch bei Schlafstörungen, dass man auf jeden Fall dann müde genug ist zum Schlafen. Aber das wäre für mich gar nichts. Also wenn ich so jemals so eine Therapie angeboten bekomme, sage ich, dass ich mich maximal am nächsten Tag einfach so fühlen würde, als wäre ich krank. Und ja, das war es auch mit diesem Video. Ich habe euch jetzt mal kurz gesagt, was ich so gemacht habe. Und von den Likes her, glaube ich, ungefähr insgesamt 200.000 Likes mit beiden Streams geschafft. Das waren jetzt nicht so krass viele Likes.
Aber ich habe auch nicht so viel Unterhaltsames teilweise getan, weil ich einfach, mein Ziel war, einfach das durchzuhalten. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit gesungen, ich habe trotzdem halt probiert, mein Leben halt auch zu leben, Fußball gucken oder auch YouTube gucken, um wach zu bleiben. Ich konnte jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas Unterhaltsames machen. Ich war jetzt nicht so krass unterhaltsam durch den ganzen Stream. Es gab auf jeden Fall, gibt auf jeden Fall lustigere Livestreams. Wie gesagt, die kurzen Livestreams, die maximal 4 Stunden dauern bei mir, sind auch viel unterhaltsamer, weil ich da viel mehr Energie habe und auch viel mehr machen kann. Kann auch fast die ganze Zeit singen oder euch einfach unterhalten und einfach ein bisschen mit euch plaudern. Ich habe auch in einem Livestream, was ich ganz vergessen habe, auch zwischendurch mit euch einfach nur ein bisschen Musik gehört, was auch ganz cool war, weil wir ja nicht die ganze Zeit singen konnten. Dann habe ich halt Musik über mein GoXLR halt laufen lassen auch. Das war auch ganz cool mit euch, dann könnt ihr euch Musik wünschen, habe ich dann auch gemacht. Hat auf jeden Fall dann auch Spaß gemacht, so mit Musik hören und so. Also man hätte es glaube ich auch besser noch irgendwie filmen können, also als Kritik. Ich hätte es besser filmen können, außer dass ich mir YouTube gucke und die euch nicht mit einbeziehe. Das ist auf jeden Fall, aber ich musste ja zusehen, dass ich halt live bleibe. Das ist halt alles schwierig. Also Fazit, ich mache es wahrscheinlich nicht noch einmal in näherer Zukunft, weil es einfach zu heftig ist und ich halt einfach diesen Schlafentzug nicht gut kann, weil ich durch meine Krankheit viel Schlaf brauche. Das hat mir auch gezeigt, dass ich jetzt über 14 Stunden geschlafen habe. Ich habe lange nicht mehr so viel geschlafen und so lange, aber ich habe das auf jeden Fall gebraucht. Und heute ist halt jetzt ein Tag Pause quasi, wo ich halt das Video jetzt für euch mache und danach will ich einfach auf die Couch chille und nichts mehr mache. Das nehme ich mir zumindest vor, falls ihr mich doch live seht, hat das nicht geklappt. Ich kenne mich ja leider zu gut, ich lasse mich viel zu leicht überreden, dann doch live zu gehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich blende euch jetzt auch keine Frequenzen von dem Live ein, weil ich das teilweise auch von den Urheberrechten nicht so gut kann. Und weil dieser Livestream so lang ist, dass ich mir auf jeden Fall nicht nochmal angucken möchte und das alles ein bisschen schwieriger ist. Und deshalb mache ich einfach ein Video darüber, wo ich darüber erzähle, wie es so war. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Bitte abonniert meinen Kanal, ihr könnt ihn da über abonnieren und da könnt ihr noch ein weiteres Video von mir sehen. Könnt gerne auch weitere Videoideen noch in die Kommentare schreiben. Das war's jetzt auch von dem Video. Euch noch einen wunderschönen Sonntag oder einen schönen Start in die Woche, wenn ihr es schon Montag seht. Und bis zum nächsten Video, Anna. Mach's gut. Ciao.